Die naturbelassene Eder bei Schmidt-Lotheim ist ein neuer Lebensraum für die seltene Bachmuschel. Kiesinseln, ein neuer Nebenarm zur Eder, sichern das Vorkommen dieser bedrohten Art einzigartig im gesamten Weser-Einzugsgebiet. Die hessische Umweltministerin Priska Hinz besuchte das einmalige Projekt am 25. September 2021. Geehrten Damen und Herren, lieber Bürgermeister Karlhöfer, lieber Jürgen Frömmrich, Landtagsabgeordneter, ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind zu diesem wunderbaren Treffen heute, zu diesem Ereignis, wo wir schauen wollen, wie hier die Eder verändert wurde und die Bachmuschel wieder eine richtige Heimstatt finden soll. Die Bachmuschel, das klingt wirklich sehr einfach, also man denkt so, die ist, ne, Bachmuschel gehört im Bach sozusagen, ist da, wo Wasser ist und also müsste eigentlich häufig vorkommen in Hessen. Leider ist dem nicht mehr so. In Hessen gibt es nur noch 4 Vorkommen der Bachmuschel und hier haben wir in dem renaturierten Projekt haben wir eins der Vorkommen, in dem auch noch reproduziert wird. Das heißt, hier ist die Bachmuschel dabei, sich fortzupflanzen und wird dadurch hoffentlich auch wieder eine größere Population erreichen. Das ist das, was hier bezweckt wird. Die Bachmuschel ist auf der Liste der Klimaverlierer. Was heißt das? Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat eine solche Liste für Hessen aufgestellt und da sind alle die Tier- und Pflanzenarten drauf inzwischen, die durch die Klimakrise in Gefahr laufen, ihren Lebensraum zu verlieren und dadurch in Hessen auszusterben. Wenn wir aber zunehmend Artenverlust haben, und der ist ja weltweit leider so, aber wenn das auch in Hessen so ist, wenn wir zunehmend auch solche eigentlich normalen Arten verlieren, dann haben wir am Ende einen Biodiversitätsverlust, der dazu führt, dass wir insgesamt neben der Klimakrise eine weitere Krise haben werden, mit der wir dann am Ende um das Überleben kämpfen. Weil nur wenn wir eine sehr gute biologische Vielfalt haben, Biodiversität haben, genetische Vielfalt haben, also auch die Nahrungskette vorhanden ist, von der Mücke, dem Käfer bis hin zum Großtier, wenn auch alle Pflanzen vorhanden sind, die diese Tiere wieder fressen können, wenn Regenwürmer in der Erde wühlen können, Feldhamster ihre Löcher buddeln können, wenn wir Flechten haben an den Bäumen, dann haben wir gutes Grundwasser, fruchtbaren Boden, dann haben wir gute Luft, von dem hohen CO2 sind ja auch die Vogelarten zum Beispiel bedroht. Dann haben wir gesunde Luft zum Atmen und dann werden auch wir weiter leben können, gut leben können. Und das ist ja das, was wir alle möchten. Und deswegen ist der Verlust der biologischen Vielfalt auch so eng verknüpft mit der Klimakrise. Weil je weiter die Klimakrise voranschreitet, umso mehr Arten werden wir auch verlieren, wenn wir nicht aufpassen. Und insofern sind beide Bereiche sehr miteinander verknüpft und beide Bereiche müssen wir im Auge haben und müssen politische Rahmenbedingungen setzen, damit wir diese Krisen bekämpfen, weil nur so werden wir als Menschen auch gut überleben können.
Deswegen ist das, was auch über Klimaschutz immer so gerne geredet wird oder der Schutz der biologischen Vielfalt des Naturschutzes, dass das irgendwie alles so Einschränkungen sind und dass uns das am Ende, dass uns das so viel kostet an Geld und so weiter. Das finde ich immer so eine in die Irre gehende Diskussion, weil alles andere kostet sehr viel mehr Geld. Das sehen wir jetzt, ja, im Ahrtal. Das kostet auch Menschenleben. Nicht nur viele Milliarden Euro, um Schäden zu beseitigen, sondern es kostet auch Menschenleben. Und genauso ist es mit dem Naturschutz. Wenn wir nicht früh genug einschreiten und für Naturschutz arbeiten und Rahmenbedingungen herstellen, dass die Natur sich entfalten kann, werden wir hinterher viel mehr dafür bezahlen, dass wir Arten verlieren. Und deswegen bin ich so froh, dass wir hier aus dem integrierten Klimaschutzplan Mittel für Klimawandelanpassung nehmen konnten und auch noch Gelder aus dem Naturschutz am Anfang des Projektes einfließen lassen konnten. Und am Ende waren es, glaube ich, 540.000 Euro rund insgesamt für das Gesamtprojekt, um für die Bachmuschel wieder einen Lebensraum zu schaffen. Und Bachmuscheln brauchen Wirtsfische. Wirtsfische, damit sie leben können, damit sie sich reproduzieren können. Und Wirtsfische, also Fische, brauchen einen durchgängigen Flusslauf, brauchen Durchlässigkeit, damit sie sich ebenfalls reproduzieren können und nicht irgendwo verenden an irgendeinem Wehr oder wenn es trocken wird im Sommer. Wir hatten 3 sehr trockene Sommer, dann geht natürlich auch der Wasserstand runter. Dann verenden sie teilweise, weil das Wasser zu warm wird. Also insofern ist es wichtig, dass solche Wirtsfische auch leben, damit die Bachmuschel am Ende lebt. Und da sieht man mal wieder, wie das ist mit fressen und gefressen werden, aber auch Lebensraum bilden, damit andere leben können. Also es ist ein wunderbares Projekt hier geworden, oder aus dem Projekt ist eine wunderbare Renaturierung geworden, die wir uns gleich noch gemeinsam anschauen werden. Auch ich möchte mich bedanken bei all denjenigen, die mitgemacht haben. Beim Regierungspräsidium natürlich, seit 2017 ist das erste Projekt, das hier so aufgelegt wurde, auch aus dem integrierten Klimaschutzplan für die Herstellung auch eines Biotopverbundes, den wir in Hessen noch vergrößern wollen, und um solche Lebensräume herzustellen. Natürlich auch bei allen anderen in der Kreisverwaltung, bei den Verbänden, die mitgemacht haben, bei den Planerinnen und Planern, bei denen, die dann auch den Bagger gefahren haben und den LKW. Am Ende brauchen wir alle und viele Hände dafür, um so eine tolle Sache auch zu stemmen. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass es ja auch festgehalten wurde als künstlerisches Projekt in einem Kurzfilm. Das heißt, es gab auch noch die Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule in Kassel, und wir werden nachher einen Einblick erhalten in den Kurzfilm. Darauf freue ich mich sehr. Es ist also auch für die Nachwelt festgehalten worden, was hier stattfindet, und ich hoffe, das macht Schule. Ich hoffe, das macht Schule, dass wir weitere solche Projekte haben werden. Wir werden das jedenfalls von Seiten des Ministeriums unterstützen und die oberen Naturschutzbehörden natürlich auch sehr gerne, weil die lieben solche Projekte auch, das kann ich verraten, und sind auch mit Herzblut dabei. Ich wünsche uns allen eine tolle Erklärung zu dem, was wir jetzt sehen werden, und ich hoffe, dass Sie das auch weitererzählen und weitertragen und immer mal auch herkommen und gucken, was sich hier weiter so entwickelt, weil das ist jetzt der Beginn, und es wird die nächsten Jahre sicher noch schöner hier werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zu dem heutigen Termin. Ich möchte beginnen mit der Vorstellung des Projektes. Und als wir uns überlegt haben, was ist eigentlich bei dem Projekt besonders erwähnenswert, sind uns 2 Aspekte aufgefallen. Der eine Aspekt sind tatsächlich fachliche Punkte. Die fachlichen Punkte wird Herr Dümpelmann erläutern. Er ist Experte für unter anderem die Bachmuschel, und er wird uns gleich erläutern, was an diesem Standort besonders ist,
und was an fachlichen Aspekten dieses Projekt als Besonderes auszeichnet. Ich möchte gerne aus der Perspektive des Regierungspräsidiums, das dieses Projekt ja letztlich finanziert und auch in der organisatorischen Umsetzung begleitet hat, noch einen anderen Aspekt akzentuieren. Und das wurde jetzt ja in den beiden Vorreden schon deutlich. Ich möchte es aber ein bisschen noch differenzierter ausleuchten. Ein wesentlicher, besonderer oder ein ganz wesentlich besonderes Merkmal in diesem Projekt ist die soziale Komponente. Und ich habe tatsächlich hier begonnen beim RP Kassel, als das Projekt schon lief, in der ersten Phase. Damals hat Frau Breumann das betreut. Und es war damals schon deutlich, dass das hier eine sehr zupackende Kooperation ist. Und von daher möchte ich gerne als jemand, der das Projekt zwar begleitet hat, aber doch eher aus der Ferne, die konkrete Projektbetreuung hat die Frau Brossock gemacht, nachdem die Frau Breumann sukzessive übergeben hat. Also ich bin in der Lage zu beurteilen, was da gelaufen ist, weil ich eben nah dran war und selbst nicht dabei. Und dass das zu ihrer Aufgabe gehört. Und diese zupackende Art hat sich fortgesetzt während der weiteren Projektphasen. Und es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Gemeinde hat tatsächlich, man kann sagen, sie hat die Finanzierung bekommen. Aber die Finanzierung auf die Fläche zu bringen, ist überhaupt nicht. Das Problem war hier, Sie sehen das an dieser Kiesinsel in der Mitte. Das unterhalb der Brücke, wenn das Wasser dann bei erhöhten Wasserständen von oben durchdrückt, der Kies mit transportiert wird und sich ablagert. Das heißt, dieser Bachmuschelstandort wurde langsam zugekiest. Ja, das heißt, der Lebensraum. Kurz zu machen, Holz, Metall, Mühe, Dübel, Kleber. Es hat mir Spaß gemacht, der Sache, die so toll ist von durch und wie oft beschrieben, ein optisches Merkmal zu setzen, wo man das hier zusammenfassend mal nachschauen kann. Und ja, wenn andere Tiere gewünscht werden, bin ich gerne bereit. Danke für die Vorstellung. Also wir sind sehr froh über die Kooperation mit dem Regierungspräsidium Kassel für den Naturschutz und fühlen uns auch als Filmschaffende sehr bereichert, dass wir an so einem sinnvollen, wichtigen Projekt teilhaben dürfen. Wir würden ein bisschen näher auf das Projekt eingehen, lieber im Anschluss an den Film. Da können Sie uns auch gerne noch Fragen stellen und freuen uns einfach sehr, dass wir den Film jetzt hier bei dieser Veranstaltung präsentieren dürfen. Solche Habitate sind auch für viele andere Tiere, Fische, Vögel und Insekten gut geeignet. Sie ist ein besonderes Tier. Sie filtriert Wasser und sorgt so für eine bessere Wasserqualität. Ihr Fortpflanzungszyklus ist bemerkenswert. Die männlichen Muscheln geben ihre Spermien ins Wasser ab, wo sie von weiblichen Muscheln aufgenommen werden. Zu larven. Nach 3 bis 6 Wochen werden die Larven ins Gewässer entlassen. Sie setzen sich an den Kiemen von Wirtsfischen fest. Herzlichen Dank nochmal dafür. Sie wird einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch bekommen, zur Erinnerung, wie es ja auch gedacht ist und vor allen Dingen auch als freundliche Aufforderung, daran zu denken, dass weitere Projekte entstehen sollten.